Herzlich willkommen zum Heiligen Abend. Herzliche Grüße nach ganz Dithmarschen, nach Lunden und Brunsbüttel, nach Albersdorf und Büsum und auch nach Helgoland, nicht zu vergessen. Wir sind hier in der alten Kirche in St. Michaelisdonn aus einem guten Grund, aber dazu später mehr. Weihnachten zu feiern, das ist in diesem Jahr eine Kunst, die wir noch nicht geübt haben. Vieles ist kaum möglich, vieles ist schwierig. Aber Weihnachten fällt ja nicht aus, ist auch nicht von unseren Möglichkeiten abhängig und manches müssen wir einfach anders machen als sonst. Die Musik wird heute von Anne Petersen und Mandita Wolter gemacht, unseren Kirchenkreis Popularmusikerinnen. Die dürfen weihnachtlich singen, wie gut für uns. Das Wichtigste an Weihnachten ist die Weihnachtsgeschichte von der Geburt des Kindes selbst. Vielleicht in diesem Jahr sogar aktueller als sonst. Diese alte Erzählung, sie ist im Lukas-Evangelium genau 20 Verse lang und sie kommt heute aus 20 Dithmarscher Kirchen. Wenn Sie etwas warten, werden Sie nachher auch noch einen Gruß aus allen unseren Kirchen selbst sehen und hören können. Aber jetzt erst einmal aus 20 Dithmarscher Kirchen die Weihnachtsgeschichte, so quasi als Dithmarscher Teamarbeit, die Heilige Nacht. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da ging auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth nach Judäa hinauf, zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und da schallt Hegenweh, über das findet Kind in Windeln entpackt und ein Licht in den Klüff. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, da sprachen die Hirten: Kommt, lasst uns nun gehen und sehen die Geschichte, die da geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ich grüße Sie an diesem heiligen Abend 2020 aus der alten Kirche in St. Michaelisdonn. Das hat einen Grund, denn das ist meine Weihnachtskirche, mein Stall, für mich ein Teil von Heimat. Hier hüpfte ich im Bauch meiner Mutter,
als sie meinen Vater heiratete. Hier wurde ich getauft. Hier dicht nebenan ist das Grab meiner Uroma. Meine ersten Kindheitserinnerungen, überhaupt in einer Kirche gewesen zu sein, stammen von hier. Das war an Weihnachten. Heilige Nacht in St. Michel. Viele Menschen, dichtes Gedränge, die Hand meiner Oma, Pelzmäntel, ein hektischer Platzanweiser in Schwarz, dann ein Posaunenchor, der laut Stille Nacht spielte und leise in Dulci Jubilo. Ich weiß noch, wie es klang und wie es roch. Und dann die Weihnachtsgeschichte, feierlich von einem alten Mann vorgelesen. Dithmarscher Platt, das ist die schönste Sprache der Welt für diese Erzählung. Und se Schulbald Mutter waren und Haders obt Feld und wehst nicht bang. Und dann aus der vollen Kirche durch die dunkle Nacht in die warme Weihnachtsstube, nach Hause zum Tannenbaum, zum Braten, zur Bescherung, zum bunten Teller, zur Seligkeit. Mein Weihnachtsgefühl, das ist hier geboren. Diese rätselhafte, tiefgründige Sehnsucht nach einem Platz im Stall und an der Krippe. Am Heiligabend, da muss man doch nach Hause kommen. Tja, und das ist schwierig in diesem Jahr. Ein Dilemma, ein weihnachtlicher Jammer. In keiner einzigen Kirche findet ein normaler Weihnachtsgottesdienst statt. O du Fröhliche, gesungen wird nirgends, singen verboten. Selbst unter der Maske. Und nur ein Bruchteil der Menschen, die sonst kommen, hätten kommen dürfen, für etwa 80-90%, ist kein Platz in der Herberge, nicht wegen eines Gebots des Kaisers Augustus, sondern wegen notwendiger Hygienevorschriften. Deswegen haben viele Kirchengemeinden in den letzten Tagen auf Präsenzgottesdienste zu Weihnachten konsequent verzichtet und schweren Herzens. Aus Nächstenliebe, niemand soll gefährdet sein. Sie vermeiden die Versammlungen und Kontakte, sie gehen solidarisch mit dem Lockdown mit, suchen andere Wege, Video, Post, Telefon, Internet. Und die anderen, die feiern ganz vorsichtig, kontaktreduziert und still, damit Weihnachten wenigstens ein paar Hirten in den Stall finden können. Schuld ist ein Virus und keine Menschen. Und ich stehe voll und ganz hinter diesen Schutzmaßnahmen, nur dass das klar ist. Und ich will auch überhaupt nicht klagen. Andere verzichten auf so viel mehr. Aber normal ist gar nichts in diesem Jahr. Das gilt auch für die gute Weihnachtsstube, für das private Leben. Ich denke, in keiner Familie ist es wie sonst. Am Heiligabend muss man doch nach Hause finden, oder? Aber manche werden gar nicht zusammenkommen können, bleiben auf Abstand, besuchen sich nicht und vermissen sich so schmerzlich. Bei uns ist es auch so. Irgendwie sind wir haltloser, heimatloser, gefühlt einsamer als sonst in diesen Zeiten. Es ist halt nicht wie alle Jahre wieder. Vielleicht ist das ja nicht nur mein Lebensgefühl. Leute, und in diese Situation hinein klingt die Weihnachtsgeschichte. Ich liebe die ja sowieso. Sie ist die beste, die ich kenne. Ich möchte, dass man sie mir vorliest, wenn ich sterbe. Ich könnte in sie reinkriechen, aber sie klingt anders in diesem Jahr. Sie hat eine Art Corona-Überschuss. Da klingt für mich neuer Trost durch. Sie berührt mich anders als alle Jahre wieder, denn da sind doch Menschen unterwegs, Josef und die schwangere Maria, die einer elementaren Schutzlosigkeit ausgeliefert sind. Sind wir auch gerade. Denen Geborgenheit fehlt, das geht mir ähnlich. Die Kontaktbeschränkungen erleben mussten, begrenzte Reisefreiheit und ein herbes Beherbergungsverbot, das kenne ich auch. Und die dann allein im Stall sind, aber irgendwie doch nicht einsam. Heimatlos sind sie, so fühle ich mich auch. Und doch zu Hause. Tausend Engel sind ungeahnt um sie herum. Man muss sie nur zu sehen lernen, das will ich auch. Sie sind beschienen. Gott ist denen viel näher, als sie ahnen. Der kommt in ihren Stall, der ist längst schon da. Der wird ins Leben hineingeboren und alles ist gut.
Man muss Gott einfach nur mal finden in seinem Leben. Und dieses "Fürchte dich nicht", das da in der dunklen Nacht den Hirten gesagt wurde, das hat Bestand, ganz bestimmt. Das gilt uns, mir, dir, gerade in dieser verrückten Zeit, vielleicht sogar mehr als sonst. Wenn schon kaum einer in diesem Jahr in seiner heimatlichen Kirche singen und Weihnachten feiern kann, dann wollen wir wenigstens einmal gesammelt aus allen Dithmarscher Kirchen einen kontaktreduzierten Gruß in ihre Weihnachtsstuben zu ihnen nach Hause senden und klingen lassen. Das kommt gleich nach der Musik. Frohe Weihnachten werden Sie hören. Das klingt vielleicht 2020 etwas wie dennoch. Trotzig, spröde, hart, aber herzlich. Das "Fürchte dich nicht", bitte vergessen Sie das nicht in diesen Zeiten. Gott ist uns meistens näher, als wir ahnen. Ich wünsche Ihnen eine heilige Nacht, Frieden auf Erden, Gottes Nähe in Ihrem Leben. Bleiben Sie und Ihre Lieben behütet, bleiben Sie gesund, bleiben Sie fröhlich, bleiben Sie zuversichtlich. Frohe Weihnachten. Die Kirchengemeinde St. Nikolai auf Helgoland wünscht allen frohe und gesegnete Weihnachten und sendet ganz herzliche Grüße aus der Nordsee. Gemeinde Wörden hier aus der Nikolaikirche ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Bleiben Sie behütet. Gesunde und gesegnete Weihnachten wünscht die Kirchengemeinde St. Michael. Aus der Fischerkirche St. Clemens in Büsum wünschen wir Ihnen im Namen der Kirchengemeinde und der Urlauberseelsorge frohe und gesegnete Weihnachten. Auch aus der Kirchengemeinde Nordhastedt wünsche ich Ihnen allen da draußen ein frohes Weihnachtsfest. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Lieben auf. Die Kirchengemeinde Barth wünscht Ihnen hoffnungsreiche Weihnachten aus der St. Marienkirche. Die Pastorinnen und Pastoren der Kirchengemeinde Meldorf wünschen Ihnen und euch allen. In Meldorf, westlich der Bahn, in Amersfoort. In Basfleth, in Tallinghurn, Meldorfer Hafen und in Christianskoog. In Eppenwörden, Elbersbüttel und Busenfurt. In Meldorf, östlich der Bahn und auf dem Hesel. In Nindorf, Fahnewinkel und Wolmersdorf. In Bagenstedt, Krummstedt und Sarnsbüttel. Frohe und gesegnete Weihnachten! Und wir laden herzlich ein zu unserem Feldpass-Gottesdienst am ersten Weihnachtstag um 18 Uhr. Im Radio beim offenen Kanal Westküste oder unter www.kirche-meldorf.de.
Die Kirchengemeinde Albersdorf wünscht ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr. Mit zwei Zeilen eines Weihnachtsgedichts. Herzliche Grüße aus St. Ann von Schlichting. Der Stall ist mein Herz. Manchmal geschieht ein Wunder darin. Liebe Gemeinde, ich grüße Sie aus unserer schönen St. Jakobikirche hier in Neunkirchen. Im Namen des Kirchengemeinderates wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes neues Jahr. Bleiben Sie behütet. Die Kirchengemeinde Eddelack wünscht Ihnen frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten aus der Kirchengemeinde Heide. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Aus der St. Sekunduskirche in Henstedt grüßen wir Sie von Herzen und wünschen Ihnen gottesreichen Segen für eine gesegnete Weihnachtszeit. Bleiben Sie behütet und bewahrt in diesen nicht einfachen Tagen. Aus den Kögen wünschen wir Ihnen von Herzen frohe Weihnachten. Gesegnete Weihnachten. Wünscht Ihnen Ihre Kirchengemeinde Burg. Wir wünschen Ihnen von der Christuskirchengemeinde friedliche und gesegnete Weihnachten. Die Kirchengemeinde Paul und die Kirchengemeinde Delf wünscht dir ein schöne Weihnacht, lief gesund. Die Kirchengemeinde Brunsbüttel wünscht Ihnen gesegnete Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr. Die Kirchengemeinde St. Marien zu Hemmel wünscht Ihnen frohe Weihnachten. Feliz Natal. Svētīgus Ziemassvētkus. Die St. Martins Kirchengemeinde Tellingstedt wünscht Ihnen gesegnete Weihnachten. Die Kirchengemeinde Lunden wünscht allen Menschen, groß und klein, wo auch immer sie sich gerade befinden mögen, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie behütet. Im Namen der Kirchengemeinde Wellingstedt wünschen wir Ihnen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest. In der Weihnachtsgeschichte heißt es, fürchte dich nicht. Wir haben keinen Grund zu Furcht, wir haben Grund zu Umsicht und Rücksicht, um aus diesem Weihnachtsfest, um aus diesem heiligen Abend vielleicht einen besonderen, einen einmaligen zu machen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren Familien, Ihren Lieben, ein gesegnetes Weihnachtsfest und kommen Sie gut in das neue Jahr hinein. Im Namen der Kirchengemeinde wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, trotz der Einschränkungen. Denn Gott ist Mensch geworden in Jesus. Er ist bei uns im Schönen und im Schweren. Gott segne Sie und behüte Sie. Bleiben Sie gesund. Auf bald im neuen Jahr. Die Kirchengemeinde Windbergen-Gudendorf wünscht Ihnen und euch allen frohe und gesegnete Weihnachtstage. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Gott mitten unter uns, Gott mitten in deinem Leben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das gerade auch in dieser so anderen, unwirklichen und fremden Weihnachtszeit spüren können. In diesem Sinne herzliche Grüße von der Kirchengemeinde Mahne und frohe und gesegnete Weihnachten. Ihr Rainer Petrowski. Musik.